Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lost Horizon 2. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So, wir sind mit Gwen, mit Paddocks Tochter, in einem Pub entsprechend gegangen. Haben wir ein bisschen mit dem Barkeeper schon Smalltalk betrieben. Und ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach hier Gwen steuern. Sowas jetzt mit Anna und Paddock kann man wohl jetzt erstmal nichts anfangen. Also schauen wir uns mal alles ganz genau an. Fotos von mehr oder weniger prominenten Gästen des Pubs. Ich kenne nur diese Sängerin hier und den Sportler da. Mehr können wir da wohl nicht. Fotos von mehr. Nein, okay, mehr haben wir da nicht. Was hat denn die Gwen bei sich? Nur das Medaillon ihrer Mutter? Okay. Barkeeper. Red mal mit ihm nochmal. Darf ich Sie nochmal stören? Aber klar doch, junge Dame. Das ist eine ziemlich beeindruckende Autogrammsammlung, Sir. Vor dem Tod meines Onkels haben sich eine Menge berühmter Leute hier ihr Pein schmecken lassen. Gott hab ihn selig. Ich musste versprechen, die Sammlung zu hüten wie meinen Augapfel. Ist Ihnen vielleicht noch was zum Professor eingefallen? Leider nicht. Frag mal die Alteingesessenen im Hafen. Die müssten dir helfen können. Okay, das ist doch ein guter Tipp. Das machen wir auch. Hier ist nichts mehr zu finden. Ich mache mich dann wieder auf die Suche. Und ich drück dir die Daumen, junge Dame. Okay, Ausgang. Und wen frage ich jetzt zuerst nach Professor Langtree? Also, wen haben wir denn hier? Wir haben hier einen Fischer und eine Verkäuferin und einen Maler und eine Spaziergängerin, wenn man so will. Und Wasser. Leider ist das hier kein Badeurlaub. Ja, das Wasser sieht gut aus. Das wäre jetzt genau das Richtige. Wir fangen mal beim Fischer an. Guten Tag. Ahoi, mein Dern. Kennen Sie einen Professor Langtree? Er soll hier leben. Ein leibhaftiger Professor? Hier in St. John? Ich kenne nur Dr. Higgins, der beste Arzt auf dieser Insel und der trinkfesteste. Tja, den suche ich leider gerade nicht. Warte mal, sagtest du Langtree? Ja. Aber natürlich. Der aussieht wie dieser berühmte Filmstar, oder? Was? Keine Ahnung. Woher? Stand in der Zeitung. Als die hier diesen Film gedreht haben, hat jemand bemerkt, dass ein gewisser Langtree aus St. John dem Hauptdarsteller wohl verblüffend ähnlich sieht. Was Sie nicht sagen. Kennen Sie vielleicht den Titel des Films, der hier gedreht wurde? Oder den Namen des Hauptdarstellers? Nein und nein. Tut mir leid, mein Dern. Diese Zeitung... Haben Sie die zufällig noch? Nein, Zeitungen hebe ich nie auf. Die Haltbarkeit von Nachrichten liegt deutlich unter der Fische, die ich darin einwickle. Schade, aber nachvollziehbar. Der Professor sieht also aus wie der Hauptdarsteller des Films, der hier gedreht wurde. Ei, so stand's in der Zeitung. Okay, mehr ist es wohl nicht. Der Professor sieht... Ei, ja. So... Alles dann bis später, Captain. Ei. Netter Mann. So... Verkäuferin? Hallo und einen guten Tag. Hi, Svita. Was darf's denn sein? Sagt Ihnen der Name Langtree etwas? Langtree? Nein, nicht wirklich. Haben Sie was von den Dreharbeiten mitbekommen? Dreharbeiten? Hier in St. John? Wann soll das denn gewesen sein? Nein, das ist wohl komplett an mir vorbeigegangen. Ich muss dann mal wieder. Bye, Sweetheart. Die konnte uns nicht helfen. Stadt. So. Maler. Der Maler weiß 100 Pro was. Ein vielseitiger Künstler. Neben Landschaften und Stillleben malt er auch sehr hübsche Porträts. Ja, da habe ich doch jetzt schon wieder eine Vorahnung, dass er uns sozusagen ein Phantombild malt. Mal gucken, ob es so ist. Ein vielseitiger... Ah, wir können aber gar nicht mit ihm reden. Schade. Der Geldbeutel der komischen Lady.
Wie kommt der denn in meine Tasche? Hä? Ja, das weiß ich auch nicht, Gwen. Hat sie ihn dir zugesteckt? Hoffentlich kommen Dad und Anna bald wieder. Guten Tag, entschuldigen Sie bitte. Ja, Kindchen. Ich suche Professor Langtree. Wissen Sie vielleicht, wo ich ihn finden kann? Es tut mir leid, Kindchen. Ich kenne deinen Professor Langtree nicht. Wissen Sie vielleicht etwas über Dreharbeiten, die hier stattgefunden haben? Aber natürlich, Kindchen. Tatort Jersey ist schließlich einer meiner Lieblingskrimis von Agnes Beckford. Allerdings sollte man aus guten Romanen keine schlechten Filme machen. Dann wissen Sie sicher auch, wer die Hauptrolle in dem Film spielt, oder? Kindchen, ich gehe nicht ins Kino. Diese Stars und Sternchen interessieren mich nicht im geringsten. Der Film, der hier gedreht wurde, heißt Tatort Jersey? Das ist richtig, Kindchen. Ich wollte nur noch mal nach Professor Langtree fragen. Wie ich dir schon sagte, diesen Namen habe ich noch nie gehört, Kindchen. Der Film, der hier gedreht wurde... Das ist richtig. Okay, da haben wir auch nichts mehr. Auf Wiedersehen. So, hier denke ich, kommen wir aus dieser Szenerie kommen wir nicht raus. Der Künstler will nicht mit uns reden. Ein vielseitiger Künstler. Neben Landschaften und Stille... So, ein Gemälde. Ein vielseitiger Künstler. Okay, da sagt sie das Gleiche. Ah. Käuferin. Na, vielleicht müssen wir nochmal mit dem Barkeeper reden. Darf ich Sie noch mal stören? Aber klar doch, junge Dame. Ja, da haben wir jetzt einen Punkt mehr. Oder zwei sogar. Wussten Sie, dass letztes Jahr hier ein Film gedreht wurde? Nein, da habe ich noch auf dem Festland gewohnt. Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Oh ja, der läuft hier gerade im Kino. Wissen Sie vielleicht, wer darin die Hauptrolle spielt? Leider nein. Ich mache mich dann wieder auf die Suche. Und ich drück dir die Daumen, junge Dame. Okay. Was jetzt? Gehen wir nochmal zum Fischer. Ahoi, Captain. Ahoi, Lüttesprotte. Der Krimi, den Sie hier gedreht haben, Tatort Jersey, haben Sie den angeschaut? Nein, Mintern. Ich mach mir nichts aus Filmen. Bin lieber an der frischen Luft. Der Professor sieht also aus... Ei, so... Okay. Dann bis später, Captain. Ei. Die Verkäuferin konnte uns bis jetzt gar nicht helfen und der Künstler auch nicht. Die klappern wir nochmal ab und dann müssen wir mal gucken, ob wir eventuell zum Kino kommen. Hallo. Hi. Kennen Sie den Film Tatort Jersey? Was für eine Frage. Den habe ich mir gleich zum Filmstart im Kino angeschaut. Dreimal hintereinander. Dann wissen Sie sicher auch, wer die Hauptrolle gespielt hat. Natürlich, Sweetheart. Wie könnte ich das nicht wissen? Trevor Byrne. Ein großartiger Schauspieler. Und so gut aussehend. Ich muss mir den Film noch mindestens 3 weitere Male anschauen. Danke, damit haben Sie mir sehr geholfen. Die Hauptrolle in Tatort Jersey. Stimmt genau, Sweetheart. Was für ein Mann. Ich liebe ihn. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Mhm. Okay, und davon wusste sie nichts? Um nochmal auf Lenk... Sorry. Okay. Ich muss dann mal wieder. Bye, Sweetheart. So, ein letztes Mal zum Künstler und zur Dame. Ein vielseitiger... Der will... Guten Tag. Haben Sie einen Moment Zeit? Eine kurze kreative Schaffenspause kann sicher nicht schaden. Wie kann ich dir helfen? Kennen Sie einen Professor Langtree? Langtree? Nie gehört. Lebt er hier? Ja. Dann müsste er mir eigentlich schon mal über den Weg gelaufen sein, denn ich habe hier schon ziemlich jeden Quadratzentimeter gemalt und beobachte die Leute dabei sehr genau. Leider bleibt's meist beim Beobachten. Zu einem Gespräch kommt es eher selten. Daher fehlen mir oft die Namen zu den Gesichtern.
Ja, schon komisch, ja? Das heißt, Sie kennen den Professor möglicherweise vom Sehen? In der Tat. Wenn du ein Foto von ihm hättest, könnte ich dir vielleicht helfen. Wussten Sie, dass hier in der Nähe ein Film gedreht wurde? Ist noch gar nicht so lange her. Was du nicht sagst. Nein, das wusste ich nicht. Wissen Sie, wer Trevor Byrne ist? Nicht, dass ich wüsste. Wohnt er auch hier in St. John? Nein, er ist Filmschauspieler. Sie zeichnen auch Porträts? Ja, schnell und leicht verdientes Geld. Ich hätte gern eins von mir. Sehr gern, wenn du 5 Pfund und 20 Minuten deiner Zeit erübrigen kannst. Na klar. Ich hoffe, es gefällt dir. Das ist toll, danke. Haben Sie wirklich gut hinbekommen. Mhm. Bis später. Wiedersehen. Ich finde, der Maler hat mich ziemlich gut getroffen. Der Geldbeutel der komischen Lady. Wie kommt der denn in meine Tasche? So, noch diese Dame und dann schauen wir mal... Hallo. Ach du schon wieder, Kindchen. Kennen Sie den Schauspieler Trevor Byrne? Der Name sagt mir nichts. An welcher Bühne spielt er denn, Kindchen? An keiner. Er ist Filmschauspieler. Film? Kein Wunder, dass mir der Name des Herrn nicht geläufig ist. Ich wollte nur noch mal... Wie ich dir schon sagte. Okay. Der Film, dich hier... Das, das ist richtig. Okay. Auf Wiedersehen. Auf. So, ich denke, wir haben hier alles erledigt. Schauen wir mal kurz. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage... Kommen wir auch aus der Stadt raus? Hoffentlich kommen Dad und... Nein, kommen wir nicht. Dann doch nochmal ins Pub. Nichts Wichtiges. Darf ich Sie noch mal stören? Aber klar doch, junge Dame. Kennen Sie den Schauspieler? Sicher, junge Dame. Dort hängt ein signiertes Foto von ihm. Er war mal als Gast hier, aber lang vor meiner Zeit. Ein signiertes Bild. Wer soll denn das sein? Ich wollte fragen, ob ich mir wohl kurz das Foto von Trevor Byrne borgen darf, Sir. Um Himmels Willen, nein, junge Dame. Das sind einmalige Sammlerstücke. Es wäre auch nur für ein paar Minuten. Ich bring's dann sofort zurück. Nicht mal für eine Sekunde, junge Dame. Mist, sowas Doofes. Welches Foto meint sie denn? Ich mache mich dann wieder auf die Suche. Und ich drück dir die Daumen, junge Dame. Welches Foto meint sie denn? Ein Foto von Trevor Byrne. Glück muss man haben. Hey, junge Dame. Du willst mich doch nicht etwa bestehlen? Nein, Entschuldigung. Ich wollte mir das nur kurz ausborgen. Auf keinen Fall. Häng das sofort wieder hin. Okay, jetzt wissen wir auf jeden Fall... Wer davon gemeint ist, das ist natürlich die Frage, ob wir das austauschen können, dass er das nicht bemerkt. Die Gelegenheit ist günstig. Ich vertausche mein Porträt mit dem Foto von Trevor Byrne. Okay. Dann, so. Was jetzt? Eine Autogrammkarte von Trevor Byrne. Angeblich hat Professor Langtree große Ähnlichkeit mit diesem Schauspieler. Schauen wir mal, ob wir da was erreichen können. Könnten Sie sich bitte mal das Foto hier anschauen? Ist das dein Professor? Nicht ganz, das ist ein Schauspieler. Aber Professor Langtree soll ihm sehr ähnlich sehen. Hm,
Merzo, du es sagst, das muss dieser Mann sein, der jeden Nachmittag herkommt, um Besorgungen zu machen. Mit seinem Ruderboot legt er immer da drüben am Kai an. Heute war er noch nicht da. Du musst also nur hier auf ihn warten. Vielen lieben Dank. Sie haben mir sehr geholfen. Dann bringe ich jetzt das Autogramm von Trevor Byrne besser wieder an seinen angestammten Platz. Mein Porträt brauche ich nämlich noch. Und dann warte ich, bis Professor Langtree kommt. Ui, was ist denn jetzt los? Mir ist auf einmal so schwindelig und übel. Ob ich den langen Flug nicht vertragen habe? Professor Langtree? Ja? Mein Name ist Anna Brunner, Oskar Brunners Tochter. Sie erinnern sich doch an meinen Vater? Er hat Ihnen damals Fotos von der Schatulle der Neuen Welten geschickt. Kommen Sie mit, wir rudern zu meinem Domizil. Dort können wir ungestört reden. Ich übernehme das, Sir. Sehr schön. Mal ohne Lösung selber draufgekommen. Wo ist die Schatulle? Sie wurde zu meinem großen Bedauern zerstört. Aber ich konnte die Forschungsergebnisse meines Vaters retten. Er hatte an den Verzierungen eine bis dato unbekannte Substanz entdeckt. Aha, das erinnert mich an eine Passage aus der Edda. Gott Thor bringt in der Schatulle der Neuen Welten die Kraft der Götter zu den Menschen. Warum haben Sie meinen Vater um diese Fotos gebeten? Woran haben Sie geforscht? Ich wollte anhand der Fotos die Runentexte auf der Schatulle entziffern. Dabei fand ich aber noch etwas anderes. Eine Karte, nicht wahr? Richtig, mein Kind. Eine erstaunliche Entdeckung. Gibt es doch kaum überliefertes Kartenmaterial aus dieser Zeit. Auch die Runen selbst waren ungewöhnlich. Was meinen Sie mit ungewöhnlich? Ich konnte sie zwar entziffern, aber der Text ergab keinen Sinn. Als ob er verschlüsselt worden wäre. Nur der Begriff Asgaror war klar und deutlich zu lesen. Asgard. Eine Karte, die den Weg nach Asgard weist. Ich wusste es. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Ich hole die alten Unterlagen aus meinem Arbeitszimmer. Und, wie fühlst du dich? Ganz okay. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Meine Güte, du hast ja bestimmt seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen. Mal schauen, was ich hier so finden kann. So, hier. Ich hoffe, es schmeckt. Hey, mein Leibgericht! Wusste gar nicht, dass man sowas bei der Army lernt. Und ich wusste gar nicht, dass du mal nichts weißt. Hier, Dad, für dich. Alles Liebe zum Geburtstag. Oh, Schatz. Du hast es nicht vergessen. Hey, danke. Naja, ich dachte, für deinen ersten Geburtstag, den wir zusammen feiern, muss es schon was Besonderes sein. Das ist, damit du mich immer bei dir haben kannst. Ach, Schatz. In Zukunft ist hoffentlich immer die echte Gwen bei mir. Das ist alles, was ich über die Schatulle herausfinden konnte. Was ist das? Zuerst dachte ich, es sei Teil der Verzierungen. Aber dann fiel mir auf, dass es genau in die kreisrunde Vertiefung auf der Schatulle gepasst haben muss. Es markiert bestimmte Runen und dient vermutlich zum Entschlüsseln des Textes. Leider ist es zerbrochen. Die andere Hälfte fehlt. Die hier? Wo hast du das her? Es lag in der Schatulle. Faszinierend, es passt. Jetzt kann ich den Text auf der Schatulle endlich entschlüsseln. Das wird aber ein Weilchen dauern. Kein Problem, dann sollten wir uns so lange aufs Ohr legen. Ich denke, wir können alle eine Mütze voll Schlaf brauchen. Daddy? Ich bin hier, Schatz. Wann kommt Mom nach Hause? Gwen, du zitterst ja. Mir ist kalt. Ich mach dir einen schönen heißen Tee. Kann doch nicht so schwer sein. Was brauche ich zuerst? Nein, so wird Tee nicht gekocht. Wie war das nochmal mit der richtigen Zubereitung? Ja, ist ja gut. B-
Bin ich jetzt bescheuert oder was? Da ist doch schon gefülltes Tee-Ei. Das kommt doch in den Wasserkessel rein. Ja, oder so. Als Brite muss man so etwas im Schlaf können. Ja, ich übe noch. Hier, mein Schatz. Danke. Daddy, Mom fehlt mir. Ja, mir fehlt sie auch. Ach, wenn doch nur alles wie früher wäre. Wenn wir das hier hinter uns haben, werde ich nur noch für dich da sein. Versprochen. Ich hab's geschafft. Mit dem Schlüssel war es ganz einfach. Und? Sie werden es nicht glauben, aber die Schatulle wurde aus dem Holz Yggdrasils geschnitzt. Und die Runen beschreiben tatsächlich den Weg zu den Wurzeln des Weltenbaums, Asgard. Die Erwähnung Yggdrasils und vor allem die Karte zu seinen Wurzeln ist aus historischer Sicht sensationell. Bisher gibt es kaum schriftliche Überlieferungen oder kartografische Darstellungen der Wikinger. Nach meiner Theorie hat die Kirche im Zug der äußerst brutalen Christianisierung Skandinaviens alle Karten und Schriften gehortet, um zu verhindern, dass irgendjemand anderes Zugriff auf dieses unschätzbare Wissen erhält. Leider lässt sich der Weg nach Asgard durch die Schatulle allein nicht erschließen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Abtei auf Gotland, wo man die Schatulle gefunden hat, auch die fehlenden Hinweise verborgen wurden. Es besteht zumindest eine gewisse Chance. Werden Sie uns begleiten? Nein. Und ich sage Ihnen auch wieso. In den verschlüsselten Texten habe ich eine sehr seltene Rune entdeckt. Und? Ich fürchte, sie ist Verheißung und Warnung zugleich. Sie kann für das Elixier des Lebens stehen, aber auch für... Ja? Ragnarök. Der Weltenbrand. Passen Sie gut auf sich auf. Fünftes Kapitel. Die Insel der Götter. Na, das nenne ich mal eine Ruine. Ich bezweifle stark, dass wir unter all diesen Trümmern brauchbare Hinweise finden. Vielleicht doch. Ich habe mir auf der Überfahrt die Aufzeichnungen des Professors mal genauer angeschaut. Dabei bin ich auf ein paar sehr interessante Fakten gestoßen. Hört, hört. Es waren 5 Mönche, die diese Abtei im 13. Jahrhundert gegründet haben. Während des Baus sind sie auf ein Hügelgrab der Wikinger gestoßen. Wenige Jahre später kam es zu einem unerklärlichen Massensterben unter den Bauern der Umgebung. Nur die Mönche blieben davon verschont und erreichten alle ein sehr hohes Alter. Nach deren Tod wurde die Abtei aufgegeben und geriet in Vergessenheit. Erst vor gerade mal 20 Jahren sind hier Archäologen aufgekreuzt und haben beim Buddeln die Schatulle entdeckt. Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich leider nicht. Würden die Damen die Güte haben, mich einzuweihen? Die Archäologen haben bisher kein Grab gefunden, Gwen. Erinnerst du dich, was der Professor über die Christianisierung Skandinaviens erzählt hat? Wenn das Wikingergrab so bedeutend ist, wie wir vermuten, haben es die Mönche sicher gut verborgen. Korrekt. Irgendwo unter dem Gelände der Abtei muss sich das Grab des Trägers der Schatulle befinden. Und die Mönche haben es bewacht bis in den Tod. Sekunde. Träger der Schatulle? Ihr sprecht von Thor, oder? Wir suchen hier Thors Grab? Genau, Thors Grab. Gotland ist die Insel der Götter. Wo sonst könnte also ein Gott der Wikinger bestattet sein, wenn nicht hier? Und Thors Grab wird uns den Weg nach Asgard weisen. Da bin ich mir sicher. Gwen, du kannst mir bei der Untersuchung der Säulen helfen. Okay, dann schaue ich mich hier so lange mal gründlich um. Ja, interessant. Gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Ihr kennt das Spiel. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ihr wollt. Bis dahin, euch alles Gute und bis gleich. Ciao.